You are the way, the truth, and the life. There is no one like you, you're irreplaceable. You are the joy, the peace, faith, hope, and love. And no one can lead us to salvation but only you. Ein herzliches Grüß Gott allen zum Palmsonntag, dem Beginn der heiligsten Woche im Jahr, der Karwoche. Und was für ein Tag! Also stellen wir uns doch nur vor, wie das ausgeschaut hat, als Jesus nach Jerusalem kam, auf dem Esel reitend, gepriesen, gegrüßt von allen Leuten, Hosanna, dem Sohn Davids, der König kommt. Aber was für ein König? Ist es ein König wie die Könige der Erde? Also wir lesen dieses Jahr viel aus dem Matthäusevangelium und zu Palmsonntag aus dem Matthäusevangelium, dem Passionsbericht auch. In einer früheren Stelle sagt Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen und Jesus ist der demütige König. Wie der Prophet Jesaja beschreibt, der Gottesknecht, der voll und ganz dem Willen des Vaters unterworfen ist. Oder wie es der Psalm 22 beschreibt, der, der auf Gott vertraut, auch in Leiden. Oder der Philipperhymnus, Jesus, Gott von Gott, herrlich von Ewigkeit an, beschließt, Mensch zu werden, um uns zu erlösen. Und er ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also so eine Demütigung. Aber gerade wegen dieses Gehorsams bekommt er den Namen, der höher ist als alle Namen. Jesus, der Retter, der Erlöser. Manchmal kann nur das Leiden etwas Gutes bringen. Es braucht das Opfer. Es braucht sehr viel wirklich Ausdauer, einer Mission so treu zu sein, auch wenn es schwierig wird. Aber deshalb lade ich uns alle ein, folgen wir Jesus in die Karwoche, in die Passion, zur Auferstehung. Denn diese Mission hat ein Happy End. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen, aber wir wissen, er kommt, um alles neu zu schaffen. Kein Golgotha ohne Auferstehung. Eine gesegnete Karwoche euch allen.